Da schläft er, der König der Tiere. Und seine Königin natürlich auch. Um 8:30 morgens denken die vielleicht gerade so das erste Mal ganz langsam ans Aufstehen und Aufwachen. Aber so richtig muss das eigentlich nicht sein. Löwen sind tatsächlich relativ gute Langschläfer. Die schlafen bis zu 12 bis 20 Stunden am Tag. Und das machen die bei uns hier auch sehr gerne. Wer kann es ihnen verdenken? 12 bis 20 Stunden Schlaf, das klingt für viele Menschen sicherlich auch nach einem absoluten Traum. Die Löwen können sich das natürlich leisten, weil sie in der Wildnis kaum Fressfeinde haben. Und dann sieht der Tagesablauf eben nach purer Entspannung aus. Wobei der Schlaf aber auch eine ganz praktische Funktion hat. Dadurch, dass sie ja, wenn sie in der Natur fressen, viel auf einmal fressen, ist es natürlich auch so, dass sie mit einem vollen Magen dann auch viel ruhen müssen, um dann sozusagen verdauen können. Während die Löwen also ganz langsam munter werden, haben die Erdmännchen nebenan schon ihr zweites Frühstück bekommen. Aufgrund ihrer Größe vergisst man schnell, dass sie auch Raubtiere sind. Aber mit dem Schlafen haben sie es trotzdem nicht so. Erdmännchen schlafen nachts und tatsächlich ist es so, dass sie direkt mit dem Sonnenaufgang auch wach werden, sodass wir die gerade eben schon zum zweiten Mal heute gefüttert haben. Tatsächlich schlafen nachts dann alle zusammen in der Höhle und auch in einem ganz großen Knäuel voller Erdmännchen zusammen. Erdmännchen schlafen also ganz anders als Löwen. Was sie aber ähnlich gut finden, ist Sonne bzw. Wärme. Daher sammeln sie sich auch gerne unter der kleinen Wärmelampe in ihrem Gehege, egal ob drinnen oder draußen. Andere Tiere mögen es zum Schlafen eher kalt. Laubfrösche zum Beispiel oder Sumpfschildkröten. Zwischen November und März gehen die in die Winterstarre. Weil die Außentemperaturen mittlerweile aber nicht dauerhaft kalt genug sind, überwintern die im Zoo in Erfurt kurzerhand im Kühlschrank. Da sind es konstant 6 Grad. Hier werden die so im November dann langsam runtergefahren. Und nächste Woche geht es dann wahrscheinlich schon los, dass wir die langsam wieder aus der Winterstarre holen. Und zwischendurch muss immer mal kontrolliert werden, dass es den Tieren auch gut geht. Dabei machen sie dann mitunter auch mal die Augen auf oder bewegen sich kurz. Die prüfen mal so ein bisschen ihre Umgebung, ob da irgendwo ein Feind in der Nähe ist. Genau, und wenn das eben nicht der Fall ist, dann schlafen die einfach weiter. In der Afrikasavanne ist Schlafen im Prinzip kaum ein Thema. Hier leben Fluchttiere. Die haben das große Pech, dass sie in der Wildnis viele Fressfeinde haben. Das heißt, Antilopen oder Zebras schlafen kaum. Wenn sie sich hinlegen zum Schlafen, dann sind das wirklich auch nur ganz, ganz kurze Perioden. 20 Minuten maximal, wenn es überhaupt hochkommt. Und das machen dann aber auch wirklich nie alle gleichzeitig. Also es bleiben immer welche wach, die so ein bisschen Wache schieben, ein bisschen aufpassen. Präriehunde dagegen mögen es während der Wintermonate richtig ruhig und gediegen. Sie machen eine sehr ausgedehnte Winterruhe im Bau. Dafür hamstern sie genug Futter, damit sie im Prinzip gar nicht raus müssen, solange es ihnen zu kalt ist. Weil sie aber nicht durchgängig schlafen, haben sie zwischendurch auch noch Zeit, sich zu vergnügen. Im Winter geht eine bestimmte Anzahl Präriehunde in den Bau und im Frühjahr bzw. dann Frühsommer, weil wenn sie jetzt Jungtiere haben, sind die mitunter auch noch im Bau, kommen die aber jetzt nach und nach dann langsam raus und dann sind es auf einmal mehr. Es gibt also keine einfache Faustregel, um sich zu merken, welche Tiere nun wie viel und wie genau schlafen. Höchstens vielleicht die. Der König der Tiere ist im Prinzip auch der König des Schlafens.